wo du dir denkst, das kann ja nicht teuer sein. Doch kann's, meine Freunde. Da müsst ihr wirklich aufpassen, ist uns schon passiert und zwar schon öfter. Ja, man probiert's halt. Und über die Jungs möchte ich euch auch was erzählen jetzt, meine Freunde, weil die tragen auch einen ganz großen Anteil daran. Da gibt es eben ein paar Sachen, die man wissen muss und die sage ich euch jetzt. Heute ist es ein regnerischer Tag in Phuket. Das passt ideal zum Thema. Heute geht es um die negativen Seiten Phukets, meine Freunde. Heute geht es um die Scams, um die Betrügereien hier. Und zwar die, die mir persönlich passiert sind. Ich treibe mich seit 2 Monaten hier durch Phuket, bin am Tag unterwegs, nachts unterwegs, Nightlife, in den Bars, bin am Strand. Also ich treibe mich überall rum und alles an Betrügereien, die mir passiert sind, möchte ich euch heute in dem Video zeigen. Ich erzähle euch hier nicht irgendwas aus dem Internet, was ich irgendwo gelesen habe, meine Freunde, sondern ihr erfahrt in dem Video die Dinge, die mir untergekommen sind, die mir passiert sind. Ja, meine Freunde, der Jetski-Scam, den kennt jeder. Genauso wie den Motorrad-Scam. Genauso wie alles, was du dir ausleihst, Scam. Das bedeutet, du leihst dir es aus, denkst du nichts Böses, bringst es zurück und dann sagt der, hey, da unten ist ein Kratzer, da drüben ist eine Delle. Das warst du. Dann sagst du, nee, war ich nicht. Und das ist der bekannte Jetski-Scam, Motorbike-Scam, Auto-Scam, alles, was du ausleihen kannst, am besten voll fotografieren oder einmal ein Video außenrum machen. Das sind Klassiker, um die geht es heute nicht. Die möchte ich aber immer erwähnt haben, wenn wir schon um Scams sprechen hier. Der erste Scam ist der Rückgeld-Scam. Das heißt, mir ist es passiert und mir ist es öfter passiert, dass du irgendwo was kaufst und dann wird dir einfach zu wenig zurückgegeben. Und dann natürlich, war mein Versehen, so in die Richtung. Ist mir eigentlich in Thailand sonst noch nie passiert, aber hier schon öfter. Also da müsst ihr aufpassen, du kaufst irgendwas. Meistens ist es an so einem kleinen Streetfood-Stand oder an irgendwie so einem kleinen, ich sag mal so ein fliegender Händler am Strand, so die Richtung. Oder auch, wo du am Straßenrand kaufen kannst, irgendwelche Shakes oder irgendwo so Sachen. Oft auch, wenn ein paar mehrere Leute zusammen was kaufen, einfach, wo man sagen, hey, du nimmst dies, du nimmst das, alles klar. Keiner hat so richtig die Preise im Kopf, jeder weiß nur, was seines kostet. Einer zahlt, zack, 100 Baht zu wenig ausgegeben. Also das ist schon öfter passiert. Rückgeld-Scam, da müsst ihr wirklich aufpassen, ob das Wechselgeld stimmt. Da möchte ich jetzt niemand was unterstellen. Die meisten Leute sind furchtbar korrekt hier, aber so manch einer probiert es einfach immer wieder, meine Freunde. Das nächste, was ich euch berichten kann, ist, wenn irgendwo kein Preis dran steht, dann frag wirklich nach. Und auch wenn es nur um eine Kugel Eis geht. Uns ist es tatsächlich passiert, das heißt, da war halt kein Preisschild drauf. Meine Frau kauft die Kugeln und denkt sich, kommt zu mir, lacht. Und ich sage, warum lachst du? Und sagt sie, weißt du, was das kostet? Sag ich, was kostet das? Dann lacht sie und sagt, 320. Also das ist natürlich wild. Deswegen fragt nach, wenn kein Preisschild drauf ist. Das wird meistens wo gemacht, wo es halt einfach teuer ist, damit du es vorher nicht siehst. Und bei sowas wie im Eis, meine Freunde, vermutet man es halt wirklich nicht. Deswegen immer fragen, wenn kein Preisschild draufsteht. Auch wenn es eine belanglose kleine Nummer ist, wo du dir denkst, das kann ja nicht teuer sein. Doch kann es, meine Freunde. Ja, meine Freunde, bei bestehenden Rechnungen ein Papier dazu addieren ist auch ein Klassiker hier. Wisst ihr, meine Freunde, auf bestehenden Rechnungen Papier noch dazu draufknallen, wird auch hier gang und gäbe gemacht. Wird hier auch gang und gäbe gemacht. Es geht so: Ihr seid mit mehreren Leuten da. Jeder trinkt was, einer übernimmt die Rechnung und du hast keinen Überblick, wie viel haben die anderen getrunken und so. Niemals! Und dann sind halt einfach einige Bier mehr drauf. Ist uns schon passiert und zwar schon öfter. Und dann steht halt da einfach mal 30 Bier drauf und du bist zu dritt. Und dann denkst du dir so, kann aber irgendwie nicht sein. Und dann überlegt man so, kann niemals sein, meine Freunde. Keiner von uns hat 10 Bier getrunken. Und ja, man probiert's halt. Wäre klüger gewesen, 29 drauf zu schreiben oder 27. Wisst ihr, was ich meine?
Und über die Jungs möchte ich euch auch was erzählen jetzt, meine Freunde. Aber die tragen auch einen ganz großen Anteil daran. Hier ist es natürlich gang und gäbe, dass sich die Polizei aufhält. Das heißt, die Jungs, wenn du im Patong vor allem bist, im Patong wirst du, wenn du mit dem Motorrad unterwegs bist, mit dem Roller, mit dem Moped, egal mit was, wirst du jeden Tag Polizeikontrollen sehen. Nicht nur eine. Das kommt darauf an, wie lange du unterwegs bist. Aber sagen wir mal, du fährst den ganzen Tag rum, verspreche ich dir mindestens zwei. Bei mir waren es maximal drei, aber mindestens eine immer, wo ich durchfahre. Und da gibt es eben ein paar Sachen, die man wissen muss. Und die sage ich euch jetzt. Als erstes ist es, ihr braucht unbedingt einen Helm und ihr braucht einen internationalen Führerschein. Am besten ist natürlich, ihr habt einen thailändischen Führerschein, weil danach wird einfach geschaut. Der Rest ist ihnen egal. Da geht es auch nicht um Sicherheit und es geht auch nicht um, hier sind alle vorbildlich in Phuket unterwegs, sondern da geht es einfach ums Geld machen. Das ist auch eine ganz, ist auch ganz klar. Und deswegen wird kontrolliert, was kann man euch am ersten ankreiden. Das ist immer Fahren ohne Führerschein, das ist immer Fahren ohne Helm. Wenn ihr jetzt einen Helm aufhabt, gebe ich euch einen Tipp. Kauft euch einen vernünftigen Helm. Nehmt nicht diesen Helm aus der Motorradverleihung. Das heißt, wenn ihr länger da seid, kauft ihr für 20 Euro irgendeinen anderen Helm. Die sind auch schon gut und du gehst nicht als Tourist durch. Das heißt, die Polizei checkt ganz genau, ah, das ist wieder so ein Plastikhelm aus der Motorradverleih. Das ist keiner, der lang da ist. Das ist ein Tourist. Den ziehen wir jetzt mal raus. Und den können wir auch verunsichern. Da können wir auch sagen, hey, du bist zu schnell gefahren. Wisst ihr? Und dann heißt es ja, du bist zu schnell gefahren. Hier wird nicht geblitzt, das behauptet der einfach. Und dann zahlst du halt. Dann sagt er, du pass auf, ganz easy, mach mal 1000 Watt, mach mal 2000 Watt. Und dann der verunsicherte Tourist, der Angst vor der Polizei in einem fernen Land hat, der sagt natürlich dann, ja okay, deswegen ist das Beste, ihr zeigt dem einen Teilführerschein, dann ist eh Diskussion sofort beendet. Also bei mir war es so, ich sag mal, bei allen drei Mal, wo ich in der Kontrolle bin, wäre ich einmal rausgezogen, nur kurz. Dann mache ich meinen Geldbeutel auf, der sieht nur, die am Teilführerschein oben, die zwei Streifen, weil ich habe ja zwei, einmal Motorrad, einmal Auto, dann reicht es schon. Oh, gut, my friend, okay, fertig so. Das heißt, die wollen den auch gar nicht in die Hand haben, gar nicht sehen, die sehen, scheiße, der hat einen Teilführerschein, können wir kein Geld machen, weiter. Du nimmst uns hier gerade einen potenziellen Platz weg, wo wir Geld verdienen können. Wenn meine Frau noch hinten ist, drauf war, das ist Deluxe. Ihr mit einem Teilführerschein hinten noch eure thailändische Freundin oder Frau drauf, überhaupt kein Problem mehr, weil da musst du nicht mal mehr einen Führerschein zeigen. Die sagen rausfahren, du fährst raus, sie sehen hinten Thailänder drauf, dann sagen sie zu 50% schon gleich weiterfahren. Egal, weiterfahren. Bei den anderen 50% hat meine Frau immer gefragt dann hinten, warum haltet ihr uns auf? Und dann sagt er nur, hat der einen Führerschein? Dann sagt sie, ja klar. Dann sagt er, ja, fahr weiter, will ich gar nicht sehen so. Also ihr merkt, das ist pure Abzocke an Touristen, meine Freunde, was hier gemacht wird. Und da müsst ihr einfach aufpassen. Wenn ihr einen Helm aufhabt und einen internationalen Führerschein oder Teilführerschein, seid ihr sicher, dann können sie euch nicht viel machen. Dann gibt es immer noch das, wir sind zu schnell gefahren. In dem Fall rufst du die Touristenpolizei. Habe ich auch schon bei mir unter die Kommentare gelesen, dass das jemand passiert ist. Kann die Touristenpolizei eigentlich regeln, da lässt man das so im Sand versacken dann. Wisst ihr, was ich meine, meine Freunde? Das nächste, was ich erzählen muss, ihr müsst unglaublich aufpassen, wo ihr parkt. Das heißt, wenn in Thailand der Bürgersteig rot-weiß gestrichen ist, das ist absolutes Parkverbot. Ist er nicht gestrichen, kannst du parken. Und jetzt schaut mal hier, mir ist es passiert vom Central in Patong, dass ich mal nur für 2 Minuten mein Moped abgestellt habe. Genauso wie die Menschen hier, schaut mal. Die stehen alle im Parkverbot. Erst ab hier ist es wieder legal. Was mir persönlich total egal ist, aber der Polizei nicht. Das heißt, ihr zahlt 500 Baht, 1000 Baht teilweise für so ein Moped. Du gehst nur ganz kurz wo rein, holst was, kommst raus nach 5 Minuten, hast du eine Kette dran am Moped hinten. Ist mir passiert. Auch da kann wieder die Thai-Freundin oder die Thai-Frau klären, meine Freunde. Da sagt man halt dann, der Roller ist von ihr und sie fährt natürlich alleine dann zur Polizeistation und schaut ganz traurig und sagt, sie hat nicht viel Geld. Dann lässt man es auch mal fallen. Wenn du da reingehst, mein Freund, zahlst du auf jeden Fall die 1000 Baht.
cool aus. Das sind mal coole Chunks, meine Freunde. Welcome to Thailand! Genauso unbedingt handeln hier. So krass übertrieben, überteuert hier. Das heißt, ihr müsst unbedingt, wenn ihr in solchen Läden einkauft, wo man jetzt Souvenirartikel hat, wo man Fußballtrikots kauft oder sonstiges. In Summe, meine Freunde, heißt es eigentlich in Phuket immer handeln, auch bei der Polizei. Das heißt, wenn ihr wirklich am Straßenrand steht, seid gerade aufgehalten worden und der sagt irgendwie 2000 Baht so, dann kann man auch mal sagen, du pass auf, ich habe nur 1000 Baht dabei, so kriegen wir das hin, aus es geht. Du kannst auch bei der Polizei handeln. Was ihr auch unbedingt eurer Frau sagt oder eurer Freundin, wenn sie es nicht schon weiß, in Thailand ist aktuell halt extrem dieser Telefon- und SMS-Scam vertreten. Das heißt, da kommt eine SMS rein von einer Nummer, die du noch kennst, mit irgendeinem Link, da klickst du drauf und schon bist du auf irgendeiner Phishing-Seite, auf irgendeiner Schadsoftware-Seite, sonst was. Oder, das werdet ihr mal eure Frau fragen oder eure Freundin fragen, ihr habt ohne Ende Anrufe von fremden Menschen auf eurem Handy. Das passiert tagtäglich. Und ganz viele Thais haben auch die Whois-Call-App installiert. Da sind dann auch schon so ganz, ganz bekannte Scam-Nummern, sind da schon auf einer Liste, die dann gleich rot aufleuchten, wenn du angerufen wirst und so. Also Whois-Call heißt die App und die hat meine Frau zum Beispiel auch drauf, die hat mir das auch gezeigt, daher weiß ich es auch, weil in Thailand einfach ohne Ende Betrügereien am Telefon passieren, die Leute überreden dich zu irgendwas, die Leute erzählen dir irgendwas, also da wirklich aufpassen, vor allem eure Frau, eure Freundin da briefen, dass man da eben nicht jedem antwortet und nicht alles glaubt, was da einem erzählt wird. Das ist in Thailand aber momentan mit die Betrugsmasche Nummer 1 landesweit. Und was noch auf jeden Fall eine der ganz großen Sachen im Land sind, die sind jetzt gar nicht auf Phuket beschränkt, sondern generell, ist halt einfach der Online-Bestellbetrug. Das heißt, du bestellst irgendwas bei Lazada oder sonst wo oder bei irgendwelchen kleinen Firmen. Meistens passiert es aber bei Shopee oder bei Lazada. Da kann sich jeder irgendwo ein bisschen anmelden und du bestellst was. Es schaut von Anfang aus einfach schon günstig aus und es kommt einfach nie an. Und dann willst du nachfragen und den Shop gibt es gar nicht mehr. Der hat sich nach deiner Bestellung abgemeldet. Der wurde auch nur für eine Bestellung angelegt oder für einen Tag oder ein paar Tage. Und das passiert, also das kann dir sofort passieren. Deswegen voll aufpassen. Bei Online müsst ihr unbedingt gucken, dass ihr das so macht, dass man es am Gartentor bezahlen kann. Dann hast du schon mal, dann bist du zwar immer noch nicht safe, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass du abgezogen wirst, schon mal geringer. Ja, meine Freunde, und jetzt erzählt ihr mir mal, was ihr so erlebt habt. Ob ihr das, was ich euch gesagt habe, schon gekannt habt, ob euch das auch schon mal betroffen hat und ob ihr noch was anfügen könnt, ob ihr noch irgendwas mal selber erlebt habt. Und zwar nicht aus dem Internet irgendwo gelesen, sondern selber erlebt. Und das geht's hier auf meinem Kanal, meine Freunde. Ich wünsche euch was und wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Spaß, euer Stefan. Peace.